Es war die Zeit der Helden, der Draufgänger. Es gab Männer, die nur lebten, um zu fliegen. Einer von ihnen war Waldo Pepper. Sind Sie der beste Flieger von der Welt? Nur der zweitbeste Flieger der Welt. Ich grüße euch, meine Freunde. Die wollen Blut sehen. Ich sage Ihnen, der Tod ist mein Geschäft, Pepper. Nicht gute Piloten. Sei unbesorgt, Marybeth. Wir werden das Kind schon richtig schaukeln. Ich bin wirklich kein Korinthenkacker oder sowas, aber du hast zu fliegen und sie hat zu fahren. Und die Sensationsnummer bin ich, klar? Ella! Waldo! Nicht jetzt! Waldo! Na, endlich! Sie waren die Tollkühnsten in einer kleinen Schar der Besten. Männer, die den Krieg wie durch ein Wunder überlebt hatten und nun alles riskierten, um weiter fliegen zu können. Helft mir, um alles in der Welt, helft mir! Die Todesspirale von Ernst Kessler! Er ist der beste Esser. Du kannst ihn schlagen, Waldo, mit meiner Maschine. Oft saß der Tod neben ihnen, aber es erschien ihnen ruhmreich, so zu sterben. Ihre Frauen dachten anders. Nur weil ich dich nie anders zu sehen krieg, als in Gips eingepackt. Du könntest mich heiraten. Denk an all die netten Mädchen, sie würden dir fehlen. Ich würde versuchen, ohne sie auszukommen. Hey, was versucht der denn für eine Nummer abzuziehen? Er kann doch so nicht mit ihr landen, er wird sich überschlagen. Tollkühne Flieger. Das große Abenteuer, die Geschichte jener Besessenen, deren Welt nicht auf Erden, sondern über den Wolken liegt. Noch einmal fliegen Männer Maschinen, die nur aus Sperrholz und Leinwand bestehen. Maschinen, von denen ihr Leben in tollkühnen Aktionen abhängt. Erleben Sie Luftaufnahmen von atemberaubender Schönheit und einen Film, der wie diese Bilder schön und atemberaubend zugleich ist. Vielleicht liegt hier oben auch noch Straßen, an denen man zu folgen hat. Ja, nebst Fluglinien und Luftpost. Und da steckt verdammt viel Geld drin, wenn du es richtig machst. Aber ich bin kein Chauffeur und bin kein Postbote. Ich bin Fliegernot. Er war der Zweitbeste, bis er den besten Flieger der Welt herausfordern konnte, um den Himmel aufzuteilen. Zigaretten! Haut ab damit! Verschwindet!